In Rheinland-Pfalz brach in einem Industriedenkmal ein Brand aus, der zu einem schnellen Einsatz zahlreicher Feuerwehren führte. Die historische Bedeutung des Denkmals verschärfte die Dringlichkeit der Situation und veranlasste die Behörden, rasch Ressourcen zu mobilisieren, das Inferno wirksam einzudämmen. Dieser Vorfall unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen beim Ausgleich zwischen der Erhaltung der kulturellen Erbs und der Notwendigkeit, die Sicherheit vor potenziellen Gefahren zu gewährleisten. Feuerwehrleute kämpften unermüdlich gegen die Flammen und arbeiteten zusammen, Schaden im Denkmal und seiner Umgebung so gering wie möglich zu halten. Konzertierten.